Ich möchte heute darüber sprechen, was bringt mir der Heilige Geist? Also, was bringt mir ganz konkret der Heilige Geist in meinem Leben? Ich bin ja katholisch aufgewachsen, von dem her war der Heilige Geist für mich immer ein ganz komisches Thema, weil ich wusste nicht, wie gehe ich mit dem um. Den Heiligen Geist sieht man nicht, oder? Und doch ist er irgendwie da und man liest in der Bibel von Zeichen, von Wundern, von Zungenreden und manchmal habe ich das Gefühl, gut, Zungenreden ist für die Deutschen schon Schweizerdeutsch, oder? Genau. Aber du merkst einfach, es ist ein mega krasses Thema. Und ich hatte für Jahre Angst, weil man sagt, wenn der Geist Gottes kommt, dann musst du deine Kontrolle loslassen. Und ich liebe, wenn ich mein Leben planen kann. Ist jemand da, der sagt, ich plane mein Leben nicht gerne? Siehst du, wir alle wollen planen. Da kommt der Heilige Geist und macht alles anders. Und manchmal denkt man, versteht er mich auch? Nimmt er mich auch ernst? Du kennst alle diese Gefühle. Und ein Bild hat mir mega geholfen, mein Herz aufzumachen. Und zwar, ich komme aus dem Rheintal. Rheintal ist dieses Tal, wo der Rhein durchfließt. Da ist das Wasser noch sauber, bis es dann in Holland dreckig ist. Geht er durch Deutschland durch, nimmt alles mit. Nee, Spaß beiseite. Und im Rheintal, liebe Frauen und Männer, wenn der Wind bläst, dann kannst du auf dem Fahrrad sein, deine Hände ausstrecken und du fährst, ohne einmal getreten zu sein. Und man sieht den Wind nicht, aber man spürt ihn, die Wucht und die Kraft und die Bäume bewegen sich und die Fahrradfahrer fahren ohne irgendetwas zu machen. Aber wehe, du fährst gegen den Wind. Viel Spaß, God bless you, du kommst nicht vom Fleck, du merkst, der Wind hat eine krasse Kraft und der Heilige Geist ist wie ein Wind. Wenn du dich voll hineinlehnst, gibt es einen Schub oder für die, die gerne fliegen im Flughafen, gibt es dieses Rollband. Wenn du auf dem Rollband gehst, gehst du schneller als die ohne Rollband. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist eine Substanz, eine Kraft, das sieht man nicht, aber man spürt ihn ganz, ganz gewaltig. Und das zweite Bild ist die Taube, weil als Jesus sich taufen ließ, kam der Heilige Geist in Form von einer Taube auf Jesus. Warum Taube? Wieso nicht ein Elefant oder ein Giraffe oder ein Löwe? Eine Taube, liebe Frauen und Männer, ist ein hochsensibles Tier. Und eine Taube ist mega schreckhaft. Und wenn man eine Taube studiert und erklärt, wieso kam eine Taube auf Jesus, merkt man, die Taube hat fast die gleichen Eigenschaften wie der Heilige Geist. Und ich habe mich hingesetzt vor ein paar Jahren, und jetzt mache ich ganz kurz Werbung, aber diese Werbung ist matchentscheidend. Ich habe ein Buch geschrieben über den Heiligen Geist in Form von der Taube. Und dieses Buch habe ich geschrieben für Frauen und Männer, die meine Geschichte haben, Leo Bicker katholisch, die sagen, ja, der Heilige Geist gibt es, er ist spooky, gewisse Leute werden mit dem Heiligen Geist ganz komisch, so möchte ich nicht werden. Und gewisse Leute ziehen sich an nach dem Heiligen Geist, auch komisch, will ich auch nicht. Dieses Buch ist geschrieben für diese Frauen und Männer, sagen, ich möchte mein Herz aufmachen, ich weiß nicht wie. Und das ist ganz, ganz cool. Ist jemand heute, der hat Geburtstag hier drin? Jemand gestern? Jemand heute? So, hier, wer gestern? Ja, hier. Kannst du das Buch, Applaus, komm, Applaus. Meine Frau hier ist. Da hinten. Und persönlich signiert. Genau, vielen Dank. Hey, was bringt mir der Heilige Geist ganz, ganz konkret? Ich möchte es euch erklären von einem Beispiel, weil wenn wir zum Glauben kommen, sind wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hast du es gewusst? Von nun an bist du nie mehr alleine. You never walk alone. Der Heilige Geist ist immer bei dir. Aber es ist interessant, im Leben kann man auch sagen, ja, okay, Heiliger Geist ist bei mir. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, den Heiligen Geist, den brauche ich ja nicht so unbedingt, weil meine Familie läuft wunderbar, meine Kinder laufen wunderbar, meine Firma läuft wunderbar, die Schweiz läuft immer noch wunderbar, alles läuft wunderbar und ehrlich gesagt, also diese Challenges kann ich auch ohne den Heiligen Geist lösen, weil ich weiß gar nicht, was soll ich mit dem anfangen, der ist so spooky, so windig, so täubelig, was soll ich machen? Und viele Frauen und Männer, die haben den Heiligen Geist versiegelt, aber du weißt nicht so recht, was anfangen. Du brauchst ihn ja auch nicht so groß, weil diese Challenges in deinem Leben kannst du selber lösen, oder? Aber, liebe Frauen und Männer, das Leben ist nicht so berechenbar, wie man meint, weil manchmal gibt es Situationen, die bringen dich an Anschlag. Zum Beispiel, ein Mann hat mir gesagt vor ein paar Tagen, der Chef hat ihm gesagt, ich muss dein Gehalt kürzen. Bist zwar gut,
bist zwar treu, aber es geht nicht mehr so weiter, und hat einen Vertrag unterschrieben für eine Hypothek, für ein Haus, und sagt, der Chef hat mir angekündigt, mein Gehalt geht runter. Das hat er nicht geplant, nicht geworshipped, nicht gebetet. Ha, das kam einfach so. Und dann die anderen sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, kam dann in meine Kleingruppe, und seitdem spüre ich, merke ich, die Leute schwatzen hinter meinem Rücken so ganz komisch über mich. Es ist mega unangenehm, macht nicht so Freude, nicht so Spaß. Und ich weiß, wenn ich jetzt gehe, schwatzen sie weiter. Und das Bild, das ich uns malen möchte, ist folgendes. Wir alle sitzen unter gewissen Herausforderungen, oder? Die einen mehr und die einen weniger. Jetzt kommen wir zusammen hier und auch Michael Church und singen Halleluja, I can overcome. Halleluja, I can overcome. Und der Heilige Geist ist immer noch da und denkt, was ist das für ein Mensch? Und manchmal denkt der Heilige Geist, was bist du für ein Mensch? Ich meine, jetzt sitze ich da, vorher stand ich, aber irgendwann muss auch ich mal sitzen, weil ich werde gar nicht gebraucht. Und du denkst, warum greift der Geist Gottes nicht ein in meinem Leben? Der ist ja nicht behäppert oder doof. Und Jesus sagt etwas Interessantes zu den Jüngern, Johannes 16, Vers 7, doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer, der Heilige Geist nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, werde ich ihn zu euch senden. Und als Jesus das sagte, sagte Petrus, Jesus, halt, Moment, das kannst du nicht machen. Und Petrus sagte, Teufel, geh hinter mir. Und Jesus sagte, Petrus, bist mega motiviert heute. Und Jesus sagte, Petrus. Und viele Frauen und Männer verstehen die Aussage nicht. Was ist besser, dass Jesus geht, als er da sein würde? Und Jesus sagt, der Jünger, da waren 5000 Leute, waren hungrig. Haben wir nicht mit 2 Broten und 5 Fische 5000 versorgt? Und am Ende gab es ein Buffet, all inclusive, die konnten Mangiare essen, wie sie wollten. Macht euch erinnern, da war Lazarus 4 Tage tot, hat schon gemüffelt. Und ich habe gesagt, Lazarus, komm nach vorne. Er kam mit den Gewändern wie ein Zombie. Und er war wieder gesund. Macht euch erinnern, die blutflüssige Frau hat mein Gewand berührt. Und boom, Schakala, sie war geheilt. Und dann die Frau im Brunnen, total lost. Also nicht die Serie, aber auch lost. Und ich habe sie motiviert. Und die Jünger sagten, ja, 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 Jesus, Jesus, ja, das war mega krass. Und Jesus sagte, ihr versteht Theologie, das Reich Gottes nicht. Ich möchte euch einen Slide präsentieren. Jesus konnte nur gegenwärtig an einem Moment an einem Ort sein. Wenn du beim Buffet warst, God bless you. Wenn du der Lazarus warst, God bless you. Wenn du die Frau warst, God bless you. Wenn du die Frau war, God bless you. Und Jesus sagte, es war immer abhängig, wo war ich, da waren die Wunder. Aber wenn der Heilige Geist kommt, liebe Frauen und Männer, wird er auf jedes Fleisch, auf jede Frau und Mann in der Schweiz, in Europa, in Microchurch, in Afrika, in Australien, in Amerika, all over the world wird er fallen, und Frauen und Männer werden nicht eine Person heilen, sondern werden heilen, 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 heilen. Ermutigen, 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 büffe, 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 büffe. Und man kann es nicht mehr stoppen. Und dann sagte Jesus, wenn ich gehe, werdet ihr größere Zeichen und Wunder vollbringen, als ich jemals vollbracht habe. Und wir Schweizer denken, ja, aber Jesus, jetzt hoppala mal. Du hast den Lazarus zum Leben erweckt. Du hast ein Buffet hingestellt. Du hast die blutflüssige Frau gemacht. Also ehrlich gesagt, also mal unter uns, Jesus, und keine Leute sind da. Ich wohne in Wallisellen. Ich habe noch nie einen Toten zum Leben auferweckt. Ich habe schon Menschen, die lebendig waren, tot gemacht. Das ist einfach. Mit Worten meine ich. Diese Bibelstelle macht keinen Sinn. Es sei denn, du verstehst, dass Jesus konnte nur an einem Ort eine Person heilen. Aber wenn der Geist Gottes auf uns fällt,
werden wir alle, auch du, immer sehen, das Salz und das Licht in dieser Welt, in deine Firma, in deine Familie, in deine Nachbarschaft gehen. Und nicht ein Wunder geschieht, es geschehen Wunder an Wunder an Wunder an Wunder, Wunder. Und die Messen, die Masse kann man gar nicht mehr zusammenfassen, also eine Person. Und wenn wir hinausgehen und nicht das Problem sehen, sondern das Potenzial, das du hast im Heiligen Geist, kann nichts auf dieser Welt das Reich Gottes mit der Kraft und Heiligen Geist jemals in deiner Familie stoppen. Nothing. Ja, und dann, aber das Problem ist ja nicht die Dinge, sondern das Nervige sind die kleinen Dinge im Leben. Wer kennt die kleinen Dinge im Leben? Plötzlich zahnt deine Tochter so seit Jahren. Deine Frau kommt wie nicht in die Gänge. Plötzlich habe ich gemerkt, ich habe meine Harley frisch gepoliert. Ich habe sie poliert, liebe Frau Mann. Ich habe meine Harley poliert. Ich P-O-L-L poliert. Und das Wetter absagte, schönes Wetter, keinen Regen. Und das heißt in der Schweiz, Schweizer App lügen nie. Und da war ein blöder Tunnel, Luc Manier. Die sind am Renovieren. Und es tropfte Betonwasser auf die Straße. Und 100 Meter war Betonwasser, Wasser. Frisch polierte, P-O-L-I-T-E, Harley. Und ich war von unten bis oben, Helmkleider, Motorrad, alles dreckig, hab gedacht, scheiß Luc Manier. Weißt du, man, dass diese Dinge kennst du auch in deinem Leben oder plötzlich merkst du, dein Smartphone fällt auf den Boden. Mir ist das Smartphone auf den Boden gefallen vor ein paar Wochen, jetzt hat es einen riesen Riss drin. Und es sind die vielen kleinen Dinge in deinem Leben. Du weißt, was ich meine. Ein E-Mail, das sich nervt. Der Mann hat schon wieder vergessen, den Müll wegzubringen, obwohl du den Müll vor die Türe gestellt hast, ein Zeichen. Er hat gedacht, das steht jetzt der im Weg, oder? Alle diese Dinge, oder? Kennst du das, oder? Und dann irgendwann merkst du, wird es mega. Halleluja. I try to overcome. Und jetzt wird's richtig bissig. Ah, jetzt mühsam. Aber zum Glück ist der Heilige Geist und ich ein Team. Zum Glück hat Gott den Helfer geschickt, der nie hilft. Kennst du das? Der da hinten hilft dir gar nicht. Jetzt möchte ich euch theologisch was erklären. Der Heilige Geist, Punkt Nummer 1, ist dein Helfer. Der Heilige Geist ist dein Helfer. Johannes 14, Vers 16 bis 17, denn ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Der geht nicht einen Moment weg. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr erkennt ihn und denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Hier ist ein klitzekleines Wort, er ist ein Helfer. Und das Wort Helfer heißt übersetzt Parakaletos. Kommt vom Wort von Parakaleo. Und wenn man das Wort Parakaleo rein theologisch auseinandernimmt, heißt es, Para heißt zu und Kaleo rufen. Also der Heilige Geist wird herbeigerufen. Er ist zu deiner Hilfe in deinem Leben herbeigerufen worden. Darum, als Christ bist du nie alleine, auch wenn du schwach bist, ist er stark in dir. Und dann hast du ein paar andere Wörter, ich habe es für euch rausgenommen. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, sie ist blind für ihn, sie erkennt ihn nicht, aber er ist ihn und er bleibt in euch. Und wenn man alle diese Wörter nimmt, ist es interessant, ihn ist nicht ein Es, sondern Heiliger Geist, liebe Frauen und Männer, ist eine Person. Und manchmal sagen Leute, ich habe heute den Heiligen Geist nicht gespürt und gefühlt. Es ist nicht dein Gefühl. Du kannst den Heiligen Geist auch fühlen. Hitze, Wärme, ein Gefühl, der ein Herz schlägt. Okay, aber Heiliger Geist, liebe Frauen und Männer, ist eine Person in deinem Leben und er ist ein Team. Und weißt du, wann der Heilige Geist in deinem Leben eingreift? Er ist herbeigerufen worden. Wann? Der Geist Gottes ist wie eine Taube. Er ist ein Gentleman. Er will sich nie einfach reinfingeln in dein Leben. Er manipuliert auch nicht. Sondern Heiliger Geist, liebe Frauen und Männer, nimm dieses Bild mit. Wenn du unter deiner Last in deinem Leben drin bist,
kannst du sagen, Heiliger Geist, komm, die Lasten sind mir zu groß und zu schwer und by the way, ich bin nicht berufen, die Lasten alleine zu tragen. Was dann geschieht, ist Folgendes. Halleluja, he can overcome. Woohoo, hey, schau mal. Halleluja, he can overcome. Woo. Nimm dieses Bild mit. So. Und jetzt, liebe Frauen und Männer, gibt es im Leben aber Dinge, die überfordern dich. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, werden ihr Herausforderungen haben, die die Welt nicht kennt. Jesus nachzufolgen macht es nicht einfacher, aber wir werden stärker. Das heißt, viele Challenges in deinem Leben, wo du denkst, wieso lässt es Gott zu, ist, dass man stärker wird. Ich vergesse es nicht mehr, ich bin nicht so vergesslich. Vor ein paar Monaten, noch gar nicht so lange her, war Corona. Corona fand ich mühsam. Nicht Corona, sondern jeder war ein Apotheker, eine Ärztin und eine Virologin und auch noch ein Bundesrat. In Deutschland genau das Gleiche. In Österreich auch. Und wir bekamen 1000 Meinungen, was das Wort solidarisch bedeutet. Ist auch so ein Wort, das kann man auch gebrauchen, um deine Meinung durch solidarisch zu manipulieren. Haben die meisten nicht gemerkt. Ich schon. Und dann sollte man, hätte man, tute man. Das Corona fand ich jetzt persönlich, habe ich nicht gelernt. In meiner theologischen Ausbildung kam das Semester Corona Maßnahmen nie. Und ich war da und habe gesagt, jahrelang machten wir Kirchen. Der Heilige Geist war immer cool und Jesus war auch immer cool und die Strategie hat funktioniert. Und als Corona dann kam und alle diese E-Mails und Meinungen und ja, alle, gell, also alle hatten recht. Der Schweizer, wir sind neutral, alle haben recht. So, habe ich gemerkt, hey, Heiliger Geist, Corona ist so eine Kacke. Ich habe das nicht gelernt, ich habe es nicht studiert, ich bin total am Arschlag. Heiliger Geist, also wenn du jetzt nicht kommst und ICF Zürich leitest, dann viel Spaß mit dieser Truppe da. Mit den Deutschen auch viel Spaß und mit den Österreichern. Gut, die sind ja alle geimpft. Ich möchte heute Morgen einen Punkt machen. Ich mache einen Punkt. Du hast genau gleich in deinem Leben eine Situation, liebe Frauen und Männer, wo du nicht mehr weiter weißt, oder? Und plötzlich siehst du nur noch das Problem statt das Potenzial. Du siehst nur noch das Problem in deiner Frau statt ihr Potenzial. Du siehst das Problem bei deinen Kindern statt das Potenzial. Du siehst nur noch Corona. Und seit wann, liebe Frauen und Männer, ist das Glas halb leer? Das Glas war schon immer halb voll. Gott ist immer ein Gott, es ist halb voll, nicht halb leer. Der Teufel kommt, um zu vernichten, zu töten und zu demotivieren. Du sitzt unter deiner Last und sagst, Gott, ich weiß nicht mehr weiter. Hast du nicht einen Helper, einen Hilfer gebracht? Holy Spirit, komm jetzt. Bist schon da, schon da, gut. Komm jetzt. Halleluja. Oh, Corona, look, Corona. Achtung, Corona, bist ready? Corona, schau, 1, 2, 3, Finger. Oh, Corona, gar nicht so schwer. So, und ich liebe dieses Bild. Thank you. Ich liebe dieses Bild. Ich möchte doch auch sagen, warum. Weil in jeder Krise, und das ist mein Wort heute Morgen an viele Frauen und Männer, in jeder Krise zeigt der Teufel dir auf, wie viel Gewicht du in deinem Leben tragen musst. Und Gott wird nie mehr in deinem Leben auferlegen, als du jemals tragen kannst. Weißt du, was der Heilige Geist mir gelernt hat in der Corona-Krise? Ganz einfach. Wenn die Hauptsache in einer Krise die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist ein Namen
und das ist Jesus Christus, dann kann die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht stoppen. Und die Freude am Herrn ist noch immer unsere Stärke. Und Dinge werden geschehen, die ohne Corona gar nicht möglich gewesen sind. Liebe Frauen und Männer, du siehst oft deine Probleme, deine Challenges. Es ist unmöglich. Ich habe nicht die Kraft dazu. Du bist auch nicht berufen, das alleine zu tragen. Es kommt eine Kraft in unserem Leben, das ist der Holy Spirit. Er drängt sich nie auf, es sei denn, sagst, Holy Spirit, I need you. Komm in mein Leben. Schenk mir Kraft, das zu tun, was du tun würdest. Weißt du, was geschehen ist durch Corona? Viele Pastoren, die ich getroffen habe die letzte Woche, sind demotiviert. Viele Christen sind demotiviert, weil die meisten Gemeinden sind kleiner als größer. Und vieles hat an Schwung und Kraft verloren. Es verliert dann an Schwung und Kraft, liebe Frauen und Männer, in deiner Ehe, genau das Gleiche. In deiner Familie, bei deinen Kindern, in deiner Small Group, wenn du nur noch die Probleme siehst, die da sind. Wenn ich die Kirchenlandschaft anschaue, sehe ich Probleme. Warum? Ganz einfach, niemand von uns ist perfekt. Ich sehe nicht die Probleme, ich sehe das Potenzial, das es hat. Wenn ein Tropfen von Blut von Jesus Christus in deinem Leben wirksam ist, wenn ein bisschen Wind vom Heiligen Geist dich schiebt von hinten, wenn ein bisschen du das Salz und das Licht in dieser Welt bist, das Evangelium geht hinaus in diese Welt und nichts in dieser Welt kann jemals das Reich von Gott stoppen. There's more wind in your life. Es hat mich nicht schwächer gemacht, es hat mich stärker gemacht. Und ich möchte euch mitnehmen, um das zu ändern. Wie kann man da mit dem Heiligen Geist ganz, ganz konkret auch unterwegs sein? Der Heilige Geist ist mein bester Coach. Wenn der mich coacht, gibt es Momente, Ernst, wo er dir flüstert. Flüstern, sagt man, ist unhöflich. Aber Flüstern macht es so spannend. Und der Heilige Geist flüstert andauernd Dinge in dein Leben hinein, die spannend und prickelnd und begeisternd sind. Wenn ich meine Agenda dieses Jahr anschaue, ich habe noch nie ein Jahr so geplant wie dieses Jahr. Und ich habe gestern gesagt, Heiliger Geist ist sogar für mich eine absolute Überraschung. Ich möchte drei Punkte das ändern heute ein bisschen. Mir ist mein Smartphone, hoppla, auf den Boden gefallen. Ein Smartphone, liebe Frauen, ist ein Gerät über 1000 Schweizer Franken. Ist auch für einen Schweizer viel Geld. Und ich habe mir immer Mühe gegeben. Und es fällt mir auf den Boden und ich nahm es in meine Hände und es hat einen Monsterriss. Und wenn ich etwas hasse, ist, wenn es kaputt geht. Ich liebe Dinge, die ganz sind. In unserer Wohnung, als sie neu war, gab es keinen Flecken an der Wand. Und meine Familie hat so eine Mode, die langen immer die Wände an. Ich sage, lass mal die scheiß Wände in Ruhe. Was haben die mit eurem Leben zu tun? Und ich hasse, wenn Dinge kaputt gehen. Und so ist mein Smartphone seit Wochen kaputt. Es hat ein Monsterriss. Meine Harley ist von oben bis unten noch immer dreckig von diesem Tunnel. Don't go look manier. Und dann habe ich vor ein paar Wochen einen Termin verpasst mit einem Geschäftsmann. Ich weiß nicht, wenn ich zum letzten Mal einen Termin vergessen habe. Ich bin nicht so chaotisch, wie du denkst. Ich wirke spontan, bin aber sehr strukturiert. Mich hat mein Smartphone genervt, mich nervt die dreckige Harley und ich habe einen Termin verpasst. Und ich bin wirklich an einen Anschlag gekommen und ich habe gedacht, Heiliger Geist, warum? Und ich möchte einfach sagen, nimm dir jeden Tag einen Moment, wo du sagst, Heiliger Geist, warum sind diese Gewichte in meinem Leben? Was möchtest du in mir losieren? Heiliger Geist, warum? Ich glaube nicht, dass es Zufälle in deinem Leben gibt. Glaub das einfach nicht. Ist unmöglich. Es gibt Dinge in deinem Leben, wo Gott zulässt, an deiner Arbeit, in deiner Familie, bei deinen Kindern, was auch immer.
Ich vergesse es nie mehr, als, ich darf es schon sagen, meine Frau und ich, wir sind ein Team. Aber vor ein paar Jahren, ich vergesse es nie mehr, da hatte meine Frau und der kleine Stefan einen Streit. Da hat meine Frau ihm ein Brot, frisches Brot, in den Kopf geworfen. Und ich war da, um Frühstück zu essen. Und sie hat gesagt, das macht mich so wütend. Dann habe ich gesagt, das bin ich auch wütend, weil ich wollte essen. Und meine Frage ist bei meiner Frau gewesen, was macht dich wütend an Stefan? Viele wollen Charakterkinder, die aber immer alles machen, was du sagst. Das sind Marionetten und die leben nicht. Und ich habe meiner Frau gesagt, das, was dich wütend macht, ist eben Folgendes, dass Gott hat unserem Sohn eine Leiterschaftsfähigkeit gegeben. Und er schaut, wer ist der bessere Leiter? Und es scheint, dass er heute Morgen gewonnen hat und du hast verloren. Es ist so. Da hat sie verloren. Wenn ich da bin, gewinnt sie wieder. So, frag Heiliger Geist, was soll das? Warum diese Gewichter? Und ich möchte das zusammenfassen. Ich habe das gemacht und habe gesagt, Heiliger Geist, wieso ist mein Smartphone kaputt? Hat er gesagt, du setzt dich ein für die digitale Welt im ICF. Alle Microchurches, alles online. Du bist der Antreiber der digitalen Welt und der Feind greift dein digitales Smartphone an. Das ist ein Kompliment. Deine Harley. Corona hat so viel ausgelöst in deiner Seele und Harley fahren ist seelisch einfach wie Seelsorge. Und der Feind nervt dich an diesem Scheißtunnel. Es fährt dir noch immer. Er greift deine Seele an. Und dann der Geschäftsmann, den du vergessen hast, weil die letzten 2 Jahre waren es Geschäftsmänner, die ICF weiterentwickelt haben und der Feind greift genau diese 3 Punkte in deinem Leben an. Dann merkst du plötzlich, ah, okay, kein Problem Smartphone, kein Problem Harley und auch kein Problem wegen dem Termin. Und du musst in deinem Leben diese Zeit nehmen, sagen, Heiliger Geist, warum sind diese Gewichte in meinem Leben da? Und Holy Spirit, was ist mein Learning in all diesen Sachen in meinem Leben? Und wenn du das tust, liebe Frauen und Männer, bleibt dein Leben mega on fire, begeistert und leidenschaftlich für Jesus. In deiner Ehe, in deinen Kindern, in deiner Church und auch ganz konkret mit deinem Glaubensleben Jesus. Und meine Frage ist, warum schaust du das Problem an, statt im Problem das Potenzial zu sehen, wo der Geist Gottes in dir was Neues bewegen möchte? Ich möchte euch einladen, aufzustehen, online Microchurches und auch live. Ich möchte heute dieses Bild mit uns zusammen heute einfach beten. Und ich möchte dich fragen, wo bist du unter dieser Last in deinem Leben? Und es scheint, dass deine Kraft ist zum Ende gekommen. Und jetzt nimm mal deine Hände, geistlich gesehen oder an dieses Gewicht. Und da hängen Themen in deinem Leben, die sind gewaltig heavy. Es kann eine Krankheit in deinem Leben sein, es kann ein Zerbruch in deinem Leben sein. Es kann sein, dass du das Boot verlassen musst, deine Komfortzone verlassen darfst. Es kann sein, dass Gott sagt, all in mit deinen Finanzen für was Neues. Es kann sein, dass du dich auch aufmachst für eine Freundschaft, weil du oft verletzt worden bist. Vielleicht sagt Gott, it's time, dass du wieder eine Kleingruppe leitest. Vielleicht hast du aufgehört, Kleingruppe zu leiten, weil Menschen sind Menschen. Aber manchmal sagt Gott, go back. Und Jesus nachzufolgen macht unser Leben nicht einfacher, aber es macht uns stärker. Und Gott kennt das Maß in deinem Leben, das er zulässt. Es ist nie mehr, als du tragen kannst. Gott hat Corona für jeden Pastor zugelassen. Es hat uns stärker gemacht. More of Jesus. Wo nervt dich deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Church, deine Politik? Wo nervst du dich selber dich?
Und ich sage, Heiliger Geist, komm. Hilf mir. Stärke mich. Blas diesen Wind in meinen Rücken. Help. Und wenn ich jetzt da liege, möchte ich euch bitten, Michael Church und auch online und live, fragt den Heiligen Geist ganz kurz, warum ist dieses Gewicht in meinem Leben? Warum diesen Challenge? Sieh nicht das Problem. Wir sind so gut in Probleme definieren, in Probleme erklären. Aber in jedem Problem ist ein Potenzial. Sieh das Potenzial. Das Glas ist nicht halb leer. Es war schon immer nur halb voll. Es ist halb voll. Was will der Geist Gottes durch das Neues in unserem Leben bewirken? Nicht durch Heer oder Kraft. Durch meinen Geist soll es geschehen. Viele Dinge können wir nicht selber machen. Es ist unmöglich. Du kannst nicht selber eine Türe aufmachen. Gott öffnet Türe. Gott promotet dein Leben. Gott bringt mit den richtigen Frauen und Männern in deinem Leben, in dein Leben hinein, die dein Leben bereichern. Das kann man alles nicht selber machen. Geist Gottes. Speak to me wie ein Coach. Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete. Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Es ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das Abonnement abonniert vom Kanal, dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und tschüssi.